Hi, bist du auch häufig müde, energielos und fühlst dich absolut nicht mehr wohl in deiner Haut? Ich verstehe dich sehr gut. Mein Name ist Jeanette Fritsch und mir ging es mit Anfang 40 ähnlich wie dir. Jeder Tag war eine Herausforderung. Am liebsten abends schnell ab aufs Sofa, anstelle noch mit Freundinnen was unternehmen. Das kenne ich nur zu gut. Aber hier ist die gute Nachricht für dich. Ich habe mich damals nicht damit abgefunden und du brauchst das auch nicht. Willst du es auch anders? Dann lass dir erzählen, was mein Leben völlig veränderte. Es geht um eine ganz wichtige Sache. Wir Frauen erkennen die Signale in unserem Körper nicht, wir verstehen sie nicht, weil wir unseren Frauenkörper gar nicht genau kennen. In einer Studie waren 79% der Frauen unsicher, was sie tun könnten, um ihre Situation zu verbessern. Ja, du hörst richtig. Die allermeisten Frauen wissen sehr wenig über ihren eigenen Körper, ihre Hormone und was da eigentlich so vor sich geht. Das ist, wie wenn du ohne Navi und ohne Karte in einer fremden Stadt eine Adresse finden willst. Ziemlich mühsam und mit häufigem Verfahren verbunden, nicht wahr? Aber stell dir vor, alles, was dich jetzt plagt, kannst du völlig abstellen und die Zeit sozusagen rückwärts drehen, wenn du verstehst, wie du tickst und was woher kommt. Es geht hier um reine Fakten. Biochemie des weiblichen Körpers ab 40. Lass mich dir sozusagen ein Navi zu deinem Körper geben. Erste gute Nachricht, nur 20% sind unsere Gene. Also überleg es dir, wenn du das nächste Mal sagst, ich habe halt schlechte Gene. 80% entscheiden wir selbst durch das, was wir tun und wie wir es tun. Wenn ich dir zum Beispiel sage, dass eine Reihe an Baustoffen, die unser Körper jeden Tag braucht, ab Ende 30 immer weniger selbst hergestellt werden, dann verstehst du, dass das ab Mitte, Ende 40 zu Problemen führen wird, oder? Da ist zum Beispiel das Q10, ein extrem wichtiges Enzym. Damit überhaupt in unseren Zellen Energie erzeugt werden kann, braucht es Q10. Was ist nun, wenn das immer weniger wird? Stell es dir so vor, in einer Stadt steht ein supermodernes Kraftwerk und es gibt 24 Stunden bei dir Tag und Nacht Strom. Nun kommen aber immer seltener LKWs an, die das Gas liefern, weil LKWs sind gerade Mangelware. Was passiert bei dir? Stromausfall. Bei dir bleibt die Küche kalt und TV gibt's auch nicht. Genauso ist es bei uns im Körper. Die Zellen werden immer öfter zu wenig versorgt. Als erstes geht unser Energielevel nach unten. Wir brauchen also dringend genügend Q10. Eine andere besonders wichtige Substanz, die wir immer mehr verlieren ab Ende 30, ist Kollagen. Ja, ich weiß, das ist gerade in und jeder versucht, dir Kollagen zu verkaufen. Nur ein Drittel unseres ganzen Körpers besteht aus Kollagen. Es ist ein Gerüsteiweiß. Hört sich also wichtig an, oder? Kannst du dir vorstellen, wie du dich fühlst, wenn dir etwas fehlt, aus dem dein Körper zu 30% besteht? Wir nennen das Alterserscheinungen. Müdigkeit, hängende schlaffe Haut, Lustlosigkeit, vielleicht auch Schmerzen, Darmprobleme. Aber es ist lediglich ein Mangel. Der nächste ganz essentielle Punkt ist unsere Hormone. Wir reden als Frauen, wenn wir mal wirklich mit dem Arzt darüber reden, immer über Östrogen, denn es ist unser Fruchtbarkeitshormon. Schön. Wenn du dich nicht mehr fortpflanzen willst, sind andere Hintergründe viel wichtiger. Zum Beispiel Cortisol, das Stresshormon. Das haben wir bis unter die Haarspitzen, was übrigens tatsächlich Haare killen kann. Das schaltet als nächstes unser Entspannungshormon Progesteron ab. Das merkst du, wenn du Blähungen hast, Wassereinlagerungen, Schlafstörungen, energielos bist, Nahrungsmittel nicht mehr verträgst, trockene Schleimhäute hast. Und als nächstes passiert, wenn zu wenig Progesteron da ist, dass die Schilddrüse schlapp wird. Dort werden zu wenige Hormone produziert, weshalb wir noch weniger Energie haben. Da braucht es Unterstützung für dieses kleine, aber so wichtige Organ. Nicht in Form von Chemie, sondern in Form der Substanzen, die der Körper braucht, um selbst Hormone zu bauen. Zum Beispiel ausreichend Selen und Jod. Bleiben wir noch kurz bei den Hormonen. Du brauchst also einen Körper, der wieder Progesteron herstellt. Es gibt aber noch ein anderes Hormon, das wir Frauen dringend herstellen müssen in unserem Körper. Testosteron. Die richtige Menge Testosteron macht den Unterschied von schlapp zu Antrieb. Nein, dir wachsen keine Haare im Gesicht. Nein, es macht dich nicht männlich. Das ist alles Schwachsinn aus den Medien und von manchen Ärzten, die es nicht besser wissen.
DHEA und Testosteron machen Frauen hochaktiv, ausgeglichen, energievoll. Was kannst du für dich nun daraus als Hilfe ziehen? Nun, wenn du Kollagen, Q10, Vitamine, DHEA etc. weiterhin als Creme auf die Haut schmierst, weil die Kosmetikindustrie dir sagt, das verhindert Falten, hilft dir das leider nichts gegen deine Müdigkeit und die anderen Probleme. Ich möchte dir aus Erfahrung dringend abraten, die ganzen anderen Produktangebote überall auf die hereinzufallen. Jeder verspricht dir, sein Kollagenprodukt und seine Pflanzenstoffe helfen dir. Es kann manchmal nicht nur nicht helfen, sondern es kann die Probleme eher vergrößern, wenn du nicht genau weißt, wie und in welcher Kombination der Körper es braucht. Die allermeisten Anbieter haben da leider wenig bis sehr wenig Verständnis von dir und deinem speziellen Körper. Das ist meine jahrelange Erfahrung. Einzelne Substanzen kaufen und einnehmen ist auch nicht der Königsweg. Denn zum Beispiel Kollagen kann überhaupt nicht im Körper synthetisiert werden, wenn nicht auch ausreichend Vitamin C vorhanden ist. Und Q10? Welche Menge brauchst du? Welche Kombination? Wenn es dich interessiert zu erfahren, wie ich bei mir diese Mangelzustände und Dysbalancen dauerhaft beheben konnte und wie das auch bei dir nach wenigen Wochen wirklich spürbar mehr Energie, Lebensfreude und Wohlfühlkörper mit sich bringt und ganz nebenbei auch noch im Spiegel sichtbar wird, dann empfehle ich dir, sieh dich auf meiner Website um, trag dich zu einem kostenfreien Infogespräch ein und wir schauen uns miteinander an, ob und wie das auch bei dir dauerhafte Ergebnisse bringen kann. Dazu klicke hier unter dem Video im Kommentar auf den Link. Besuche meine Website, trag dich dort gern zum kostenfreien Erstgespräch ein. Melde dich gern an und sieh, was für dich drin ist. Ich freue mich auf dich.